Ja, ich hab was im Auge. Au. So, jetzt geht's. Kann losgehen. Hallo Daniele. Hallo, Torge. Schön, dass du da bist. Ja, thanks for having me. Oh, you are welcome. Das heutige Video ist von einem der größten YouTuber Deutschlands, Julian Bam. Bam! Nee, kenn ich eigentlich nicht. Der Name spricht ja schon für sich, nicht? Scheint sehr interessant zu werden. Kenn ich sogar. Nein! Doch. Richtig stolz. Ich liebe Julian. Der hat schon ein paar Mal mitgemacht bei einem Video von mir, als ich damals noch Comedy Rocket gemacht habe. Und was ich an Julian so großartig wirklich liebe, ist, dass er total auf dem Boden geblieben ist, seine Sachen macht, sehr, sehr gut darin ist. Das Video, was wir uns von ihm angucken, heißt Mach die Robbe. Auch das kenne ich. Wiebke! Also, ja, das sollten wir rot im Kalender markieren. Mach die Robbe. Ja, das passt natürlich sehr. Ich bin ja auch ein norddeutscher Junge und wir haben viele Robben hier auf den Feldern. Vera, du siehst gleich einen Tanzmove von einer Robbe. Was glaubst du, wie könnte das aussehen? Habe ich keine Ahnung. Möchte ich mir aber gerne mal ansehen, wenn der Junge da das hinkriegt, eine Robbe zum Tanzen zu bringen. Wollen wir mal gucken. Ihr Lieben, dann setzt doch mal eure Kopfhörer auf und dann wünsche ich gute Unterhaltung mit dem zweiten Video aus dem Monat September. Ah, das klingt aber nach Unterhaltung, jetzt schon. Mach die Robbe. Ist aber ein Eisbär. Süß. Eine weiße Robbe. Das ist schon mal meine Musik. Ich liebe so Elektro. Ey, dieses Haus. Ja, man sieht schon auf dem, gleich im ersten Moment, dass das einfach ein geiles Bild ist. Ob das sein Haus ist? Schönes Hemd. Ui. Sein Hemd gefällt mir auch sehr gut. Sehr cooler Tanzmove im Hintergrund. Bester Moment bis jetzt. Ja, da ist ein Mädel dabei, mit der ich schon mal was hatte. Ich sag nicht wer. Das kommt cool. Die süße Robbe. Die Robbe ist sein Freund, sein Haustier. Ah ja, okay, guck mal, das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Oh Gott. Das Megafon habe ich auch. Die Erklärung ist super. Okay. Jetzt geht der Sport los. Ja. Geil. Das wird ein Trend. Ja, das finde ich cool. So wie Planking. Ich frage mich, ob das wirklich Kinder jetzt viele machen. Also ich habe irgendwie auf Instagram geguckt, das machen irgendwie viele, ne? Ist das gut für den Rücken? Was mir bis jetzt aufgefallen ist, er macht wirklich das ganze Video durch den. Ist ja unfassbar. Auch von den Spezialeffekten, das ist schon so mit das Beste, glaube ich, was es auf YouTube in dem Bereich gibt. Gitarre spielen kann die auch, das ist toll. Ach, die haben sich aber auch Mühe gegeben. Das muss ich beim Pilates auch immer machen. Okay, das kann ich nicht, was er da gerade macht. Das ist nicht mal so dahergerotzt oder so. Spanne seine Beine an. Beweglich ist er ja nicht. Doch, muss man halt ihn lassen. Auch wenn es ein bisschen bescheuert aussieht. Mach die Robbe, Robbe. Geiler Sound, geil produziert. Ich glaube, da breche ich mich durch. Aber. Sieht auch ein bisschen sexistisch aus, möchte ich an dieser Stelle mal kurz sagen. Es sind auch nur Frauen dabei. Süß gemacht. Nein, so nicht. Man schlägt keine Robben. Ja, er macht die Robbe. Ja, lustig. Nee, jetzt wird's brutal. Das mag ich nicht. Okay. Das Ende finde ich jetzt verstörend. Das stimmt. Das ist sehr, sehr traurig. Krass. Alter. Ja, das ist sowas, wo ich jetzt Gänsehaut bekomme. Den habe ich nicht kommen sehen. Krass. Krass. Wow. Das schüttelt es einen richtig. Geil. Geil. Alle Achtung. Okay. Das ist ein sehr hartes Ende, muss ich sagen. Das Video fand ich drollig. Das Musikvideo, ja, du, Musik ist ja mein Leben, nicht? Das fand ich gut. Musik gehört bei mir dazu, egal welcher Couleur. Es kann die Oper sein, es kann der Jazz sein, nur
Heavy Metal mache ich nicht so gerne. Das finde ich gut. Das fand ich richtig cool. Wahnsinn, ich glaube, das ist das erste Mal, dass du überhaupt irgendwas richtig cool fandst. Ehrlich? Ja. Ja? Ja. Ach komm schon, da war doch schon mal, ja, nicht viel, ne? Dann kommt jetzt der Moment der Wahrheit. Momentan führt ASMR Janina noch mit 28 Punkten. Ich glaube, ich habe so ein Gefühl, dass sich das gleich ändern wird. Also ich fand das Video auf jeden Fall unterhaltsam. Es war wirklich witzig gemacht und ich glaube, es ist auch ein guter Trend. Allerdings hat das für mich so einen kleinen negativen Beigeschmack durch die Story am Ende. Ich finde, das passt nicht so ganz zusammen, auch wenn das vielleicht das Thema, ja, ich glaube, das wird dann nicht so scharf dargestellt, wie es dargestellt werden sollte. Aber ich gebe gerne 7 Punkte, weil ich habe mich schon unterhalten gefühlt. Die Lustigkeit vom Anfang des Films und das traurige Ende, das hat mich sehr, sehr berührt. Und weil es so wichtig ist, auf dieses Thema hinzuweisen und dass man das verbieten sollte, dafür gebe ich den Film eine 7. Ich muss das jetzt erklären, was ich mache. Also dieses Video ohne Zweifel ist musikalisch vom Bild, vom Aufwand her, produktionstechnisch mit das Geilste, was es so gibt auf YouTube. Dream Bam sowieso auch. Das Persönliche bei mir ist nur, dass Musikvideos so im Comedy-Bereich mich meistens nicht so gut unterhalten wie zum Beispiel ein Sketch oder irgendwas anderes Sinnloses. Ich fand's geil, aber es hat jetzt bei mir nicht... Ja, das ist schwer zu erklären. Also trotzdem bekommt er 7 Punkte von mir, obwohl es eigentlich mehr verdient hätte, aber ich fühle mich durch andere Dinge noch besser unterhalten als zum Beispiel von diesem Video jetzt. No hate, please. Ja, fand ich wirklich ein cooles Ding und habe erst gedacht, also der hätte selbst mit der Aussage am Ende, hätte der ja funktioniert, hätte ich gedacht, ah, scheiß drauf, für die Kids mache ich doch mal einen neuen Tanzmove und das wäre alles witzig gewesen. Mit der Aussage am Ende fand ich es richtig cool. Ja, ich gebe ihm eine 8. Ich habe ja sehr viele YouTube-Freunde und ich gucke mir auch manchmal die Videos auch an und es ist selten, dass ich was schreibe. Da war das erste Mal, dass ich seit langem mal wieder auch auf Instagram geschrieben habe und das geteilt habe und gemacht habe. Und deswegen gebe ich dem Julian Bam für Mach die Robbe 10 Punkte. Na leck mich! Ich wollte sagen 39 Punkte von der Jury. Wahnsinn! Wie viele Punkte gibt es von den Zuschauern? Zuschauern, das bedeutet insgesamt 47 Punkte für Julian Bam. Damit wurde der Rekord von Joyce mit 40 Punkten eingestellt. Das ist ein neuer Entertain-Me-Rekord. Ja, okay, das ist fair. Ah, ja. Doch, dann liege ich ja fast im Schnitt. Hat Julian Bam diese Staffel schon gewonnen oder wird im nächsten Moontalk noch jemand anders den Sieg streitig machen? Es bleibt spannend bei Entertain-Me.